Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer nächsten Folge von FIFA 13 dritter Spielmodus. Und ja, wieso wir beide Deutschland haben, das ist erstmal so, dass wir nicht wissen, was der andere nimmt. Das wird nämlich gleich erst enthüllt und wieder ist dabei der Jens. Servus, aber was ich mich gerade frage ist, warum sind unsere Mannschaften unterschiedlich? Weiß es nicht. Fängt ja schon wieder ganz toll an. Okay, also ich würde jetzt erstmal sagen, dass der Matt jetzt erstmal anfängt, seine Mannschaft auszuwählen. Ich habe keine Ahnung, was er gewählt Gib mal einen hat. Tipp ab, einfach mal so. Welche Liga? Ich würde mal sagen, du bist in die italienische Liga gegangen. Nein. Bin in die brasilianische Liga gegangen. Und Okay, als Geschenk Santos. obendrauf. Santos. Nein. Palmeiras, ich wusste es. Okay, und was tippst du bei mir? Englische. Nein. Darfst du nochmal tippen? Spanische. Ja. Ja? Guck hier, kann ich dir ja nochmal zeigen. Griechen, ja, FC Bayern 2001, ja. Spanische, puh, was könnte der Spanische genommen haben? 3,5 Sterne, was fliegt denn da so rum? Espanyol Barcelona vielleicht? Nein. Ah, nehmen wir einfach Celta Vigo. Gelb, Vigo. Okay, ich hoffe, du hast dein Team schon eingestellt. Welche Trikots nehmen wir? Nehmen wir Ja, machen wir so, das erkennt man gut. so, ja. Mal eben gucken. Okay, dann zeige Muss ich auch euch gespielt. mal mein Team. Also, sind auf jeden Fall alles mal so 3-Sterne-Skiller und sowas, außer der Stürmer hier. Ja, ihr seht's, Antritt 85 und sowas. Und 4 Sterne Spezialbewegung. Also wenn mit dem nichts geht, dann weiß ich auch nicht. So. Gucken, wie es heute läuft. Letztes Spiel, wie ihr es vielleicht gesehen habt, habe ich gewonnen im Elfmeterschießen mit Valencia. Also es war ein sehr spannendes Spiel. 3 zu 3 ging es dann in die entscheidenden Elfmeterschießen. Dings. War's 3 zu 3? Ja, 2 zu 2 nach 90 Minuten und 3 zu 3 nach 120 Minuten. So, jetzt sehen wir hier Palmeira, Jo. die du ja auch in deiner Trainerkarriere hast. Ja, richtig. Du verfolgst sie ja. Was denkst du denn, wer heute hier die Nase vorne hat? Maicon Leite. Auch dabei, ja. Ja, der wird die Nase vorne haben. Ich weiß noch nicht, wen du als Sturmpartner eingestellt hast. Irgendeiner mit B. B. Buschkosch oder so. Keine Ahnung. Okay, dann ist es nicht der, den ich habe. Ich habe, oh, wie heißt es noch? Ich weiß es gerade selbst noch nicht. Aber das sehe ich ja dann. Ja, was meinst du, wer heute von den beiden Teams hier die besseren Chancen hat zu gewinnen? Also, wie man es im letzten Spiel gesehen hat, ist es ausgeglichen. Ja, ich bin gespannt, wie es in dem Spiel wird. Du hast mit Maicon Leite auf jeden Fall vorne einen Bonus, sag ich mal. Aber ich habe auch nicht so die langsamen Stürmers, behaupte ich jetzt einfach mal. Und da ich weiß, dass die Abwehr von Palmeiras nicht die schnellste ist, können wir Ja, die das überrumpeln. war auch so mein Gedanke. Barkosch, genau. Habe ich drin. Ja, ich habe Obina drin in meiner Karriere. Und Wechseln dürfen wir ja nicht. dürfen schon, aber. Darf man aber, ich finde es ohne lustiger, ehrlich gesagt. Ja, dann machen wir ohne. So, hier sehen wir jetzt meine Aufstellung. Der Iago Aspas ist der 4-Sterne-Skiller. Der Rest, alle 3 Sterne. Und ich glaube, Verteidigung sind 2 bis Kroenewi auch 3 dabei. Stück, die nur 2 Sterne haben. Jetzt sehen wir nochmal hier den Keeper von Celta Vigo. Mit seinem hübschen Trikot. Und hier ist der Spielball für heute Abend. Der Ball ist rund Let's und ich würde sagen, es geht los. Play Dribbler. Es geht los. Part 2. Ey! Ja. Egal, egal. So. Sorry. Und erster Schuss. Oh. Boah. War schöner Schuss. Auf Erst jeden Fall. Eckball. Sorry nochmal wegen eben, es war noch so drin. Oh, dann lade ich Maicon Leite natürlich direkt ein. Ah, richtig ungewohnt. Hier bekommt sein Torwart den Ball. Ist erstmal ungewohnt immer am Anfang, dass man jetzt nicht passen darf. Ja, vor allem wenn man sonst immer spielt. Ja, ne? Das ist Beziehungsweise wenn schon ein man davor bisschen. gespielt hat. War fast einmal durch gewesen. Thiago Heleno.
jetzt, glaube ich, einer mit 3 Sternskills. Thiago Helena holt den Einwurf raus. Ich habe mir echt schon überlegt, für dieses Spiel auf manuell einzustellen. Ach ja! Cavallo. Oh, Gustavo ist auch im Spiel. Der war nämlich ein bisschen schneller, weil ich brauchte ein bisschen Tempo dahin in der Abwehr. Oh, Pfosten, Pfosten. Arthur. Schönes Schüsschen hier. Ja, da kann man nicht. Kann man sich. Ist jetzt Kälter Wiegel auf jeden Fall. Boah, sind die lahm, ey. Ja, ich weiß. Ist jetzt Kälter Wiegel ein bisschen besser ins Spiel gekommen? Ja, aber das hatten wir im letzten Spiel auch schon, eine 2-0-Führung. Ich will jedes Mal den Passweg zustellen. Wieder. Boah, schön gemacht. Der ist nicht so das Tore schießen zuständig, hat man auf jeden Fall gesehen. Ah, Nacho Insa. Juninho. Der schnelle Außenverteidiger. Aber Hugo Malo macht das jetzt. Enrique. Barcos. Barcos setzt sich gegen zwei Mann durch. Oh. Ah, ich wollte Freischuss irgendwie rausnehmen. Akkus, Asun, das Spiel läuft nicht hundertprozentig flüssig, fällt mir es gerade mal so auf. Was ist da los? Geht's denn? Ja, das auf jeden Fall. Ich vergrätsche. Oh, jetzt hatte ich gerade einen Stand. Aber jetzt läuft sie mit 60 FPS durch. Komm, wir rennen es aus hier. Nein! Long Shot! Necker wird jetzt schreien. Long Shot! Ja, ich hab vergessen, nach hinten zu drücken. Luis Gustavo. Ist der jetzt eigentlich verwandt oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich hab's mir echt schon überlegt herauszufinden, ob ich da jetzt Scheiße erzähle oder nicht. Aber hab ich dann doch sein lassen. Boah, ich dribbel mich hier aber nicht durch. Der Lukas. Also bis jetzt eine gute Chance für Celta Vigo. Bei mir gab's Abseits letzte Folge. Bei dir, ja, aber. Boah. Boah. Kehrt wieder ins Tor, du Boah, Gustavo. Oh, ganz knapp raus, aber wieder abgeblockt. Ah nein! Oh. Warte, ich lasse dir den Ball. So, jetzt wie ein richtiger Sportmann. Ey, nimm den in die Hand. Warum geht es nicht? Schöner Sportmann. Ah, kacke. Ja, dann hast du ihn wieder. So, wie ein richtiger Sportmann. Verlieren wir gleich mal den Ball. Ey! Ja, du darfst ja gar nicht flanken. Ja, aber ich kann Eckball rausholen. Wie wird er sie schlagen? Reindrehen oder nicht? Ja, vor allem mit dem. Ach Gott. Ah. Das war der falsche. Jetzt dreht er rein. Ah. Ich hatte den einen Spieler da am Spielfeldrand, nicht am Spielfeldrand, am 16er Rand gesehen. Am Spielfeldrand steht draußen! Ja, der Linienrichter, richtig. Boah, Zweitgrand. Schiri, Elfer, Schiri, Schiri! Nee. Heleno, komm, kriegst du noch. Yes!
Ja, das Problem ist, ich will dir nicht immer einen Einwurf geben. Daniel Carvalho. Ricardo? Carvalho. Ricardo. Ricardo Carvalho. Oh je. Schlagen wir einfach mal nach vorne. Aber bis jetzt noch ein recht mittelfeldlastiges Spiel. Es wird auch immer so sein, wenn man mit gleichwertigen Mannschaften gegeneinander spielt. Denke ich zumindest mal. Belagerungsfußball. Auf jeden Fall einen Tipp kann ich dir zum Beispiel mal geben. Spiel mal gegen Marvin. Ja, der ist hart. Ja. Der ist richtig gut. Den spiele ich nicht. Den verliere ich immer. Schnauze. Den kriege ich noch. Bruno. Der Bär. Arthur. Arthur. Wie auch immer. Halbzeit. Jo. 0 zu 0. Können wir uns auf jeden Fall mal die ersten Szenen nochmal anschauen. Der Schuss müsste normalerweise noch kommen. Ja, ich denke auch. Das war ein schöner Schuss. Das hätte auch das 1-0 sein können. Hier ist er. Ja. Oder und der das hier. Gustavo mit der Arschbacke. Aber ich glaube nicht, dass sie verwandt sind. Der Gustavo ist nämlich weiß. 9 zu 3 Schüsse. Also du bist bis jetzt besser. Laut Statistik. Ja, nicht nur laut Statistik. Oh. Marcos. Valdivia. Boah. Übrigens auch ein 5-Sterne-Skill. Oh je, aber der hat keinen Abschluss, das habe ich schon gesehen. Na, so. Aber ich habe den Dreh jetzt ein bisschen raus, mit welchen Spielern das funktioniert. Michael Light. Hast du eigentlich schon rausgefunden, ob das links- oder rechtsfuß ist? Nein. Aha. Normalerweise sollten wir mal so einen Counter einführen, wie viele Pässe gespielt wurden. Fail-Counter. Oha! Wäre auch mal lustig. Enrique, renn du Sau! Oh je, ich will auch nicht schon wieder in Verlängerung. Schauen. Nein! Oh gut, ich hab noch abgebrochen den Pass. Ich grad Pass. Hab ich schnell noch irgendwo drauf gedrückt. Oh fuck. Boah, Bruno! Der Bär! Jawohl! Block ihn ab da! Luis! Was? komm als Maul. Henrique! Henrique! Ah, nein! Gustavo, der macht heute ein Bombenspiel. Sollst du auch mal spielen lassen in deiner Karriere? Der spielt normalerweise. Ah ja, den hat er verletzt. So wie ich in der Spielerkarriere. Der ist verfolgt. Yes. Thiago Heleno! Thiago Heleno. Marcos Assunção, der Freistoßspezialist im Team. So, jetzt spielen wir erstmal auf Fernandes. Nee. Daniel Carvalho. Wow.
Ich wollte eigentlich schon sagen, ja, und jetzt spielen wir zu dem und dem, ist mir aufgefallen, dass wir jetzt ein Dribbler sind. Oh. Michael Leite! Beste Möglichkeit für Palmeira. Ich bin aber immer noch nicht sicher, ob es ein Links- oder Rechtsfuß ist. Ich weiß es nicht. Weitfüßig. Ja, der hat auf jeden Fall 4 Sterne mit einem schwachen Fuß, das weiß ich. Warum drücken die eigentlich immer, beziehungsweise warum schieben die immer das Bein raus? Lol. Schwalbe! Cavallo! Und jetzt rennen, wie du noch nie zuvor gerannt bist. Oh, schöner Kopfball. Oh, schöner Kopfball. Ja. Er hat doch nichts für, ja? Ja, aber es war trotzdem ein Pass. Ja, warte, du kannst mit dem Schussknopf nicht nach hinten köpfen. Also warum Facebook, dumme Spieler? Oh, ja! Der ist scheiße, der kann nichts. Du könntest so geil passen jetzt, ne? Oh, der hat so viele Räume. Oh. Nein. Ich hab gedacht, vielleicht kommt die Flanke irgendwie in die Mitte, dass ich zum Kopfball komme. Die Flanke? Ja, dass es zu einer Flanke kommt. Olivia. 5-Sterne-Skiller. Enrique. Der macht das bis jetzt auch gut, obwohl er nicht viel am Ball kann. So, okay. Oh, jetzt darf man auf Ball schießen, jetzt darf man auf Tor schießen. Wo ist er denn? Das Tor. Alle hüpp. Ja. Schwer von da hinten, ey. Stell dich nicht an. Danke. Voll abgeblockt? Ja. Die anderen Versuche waren besser. Ja, zweimal Latte. Einmal Latte, einmal Pfosten. Meine ich ja. Zweimal Aluminium. Ah. Ich möchte es antäuschen. Alter, was ein Spiel. Boah. Einmal alle vorbei. Ja, werde ich auch nie verstehen, warum das so ist. Eigentlich unbedrängt und der hüpft am Kopf darüber. Wohl nach Verlängerung aus. Boah, ja. Oh, du Lacker. Jawohl. Komm, Alter. Arthur! Also na komm! Oh Gott. Verlängerung. Schon wieder. Die sind eh wieder völlig kaputt. Ja. Heute auch im Finalspiel beim Pro Club vor nee, Elfmeterschießen gehabt. Verloren, ne? Ja.
Warum haut's denn hin? Gleichgewichtsstörung, hat gesoffen vom Spiel. Nein! Nein! Shit. Bruno. Die Helena macht's aber gut. Helena kommt. Ich hab Schießanfall schon gesagt. Warte, ich geb dir den Ball. Hier, wie kriegst du den? Ich will den gehen. Ja, du darfst den nicht passen. So, jetzt. Und jetzt Tor! Beast Player. Welcome to Beast. Der Junge ist gut. Ah, fuck. Oh. Es ist einfach nix. Juninho. Juninho. Oh. Ey. Das war ein Schuss, keine Sorge. Luis. Ah, da hätte. Jawohl! Fernandes in der 105. Und hier nochmal der Jubel für den einen, der gefragt hat. Der geht hoch, runter, halten und dann kommt jetzt der Moonwalk. Doch nicht. Fuck! Ach Gott. Ach, scheiße! 17 zu 8 Schüsse. Fick die Henne, ey. Aber ich kann auch gewinnen. Wir sollen einen Ausgleich machen. Ja, mach mal. Oh, Kacke. Dein. Und sowas ist ein Torwart. Bruno, ey. Scheiß Palmeira. Enrique. Hol uns den Sieg. Ja. So viel Glück will ich mal haben, ey. Enrique, es ist dein Spiel. Es ist dein Spiel, Enrique, es ist dein Spiel. Ich frag mich eigentlich, wie viele Leute uns zuschauen und fragen, ey, seid ihr bekloppt? Nein, fick dich da hinten, den krieg ich. Ist mir egal. Oh, Arthur! Meiner. Oh. Schuss antäuscht. Zeitspiel. Mike und Leiter. Mike und Leiter! Das wird knapp. Klopfen einfach nach vorne. Ist das sicherste. Ja, Hauptteil, keiner meiner Spieler geht an den Ball. Enrique, es ist dein Spiel. Es ist dein Spiel! Wie er geschossen hat. Ach. Oh nein! Das kann's nicht sein. Gib mir den Ball, so. Fuck. Gut schlafen.
Gustavo, Gustavo, setz dich durch, du Sau! Ja, einfach, ich hätte auch fies sein können und dich einfach rumkrätschen. Ja. Hauptsache, der schießt nicht dahin, wo ich möchte. Meine Cavallo. Cavallo! Cavallo! Wie im letzten Spiel. Oh, es wäre noch 11 Meter gewesen. Und jetzt noch den Sieg. Michael Leiter. Michael Leiter. Michael Leiter rechts. Nein! Okay, wieder 11 Meter schießen. Man kennt das ja. Folgt jetzt in der Mitte. Ich habe irgendwie jedes Mal die Nachteile bei mir, dass das immer hier leicht ruckelt. Michael Leiter, der Nick ist wieder da. Die Lücke hat gar keinen Aufbaubalken mehr. Boah! Ich hab gedrückt, aber der hat den noch nach rechts übernommen. Ja. Nein, jetzt echt ohne Witz. Boah, Grundeli. Grundeli, ist das dein Torwart oder mein Spieler? Dein Spieler. Nein, das ist Bruno. Kacke, hätte ich den gerade gehabt. Spannendes Elfmeterschießen hier. Gina gegen Bruno. Scheiße. Fettsack, ey. Jetzt muss ich treffen, ey. Achso, und schau, du hast was von Hammer. Hey, mach ihn rein! Nein! Der ist voll gegen den Pfosten gekracht, der Torwart. Dramatik. Nacho. Muss halten, sonst hab ich verloren. Nee, wenn du triffst, bist du weiter. Wenn nicht, hast du verloren. Mit den Eiern! Das gibt direkt nochmal ein Rückspiel. Ja. Mit den Eiern! Ja, jetzt drück mal weiter hier. Ich bin unangefochtener Bremer Pro. Ja, ich würde erstmal sagen, du unterbrichst hier, ne? Ja, schon klar. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, ciao.